Hallo Leute und willkommen zurück Ah, so, zur so. Thief Challenge. Kann es sein, dass der Rammstützel Ah, abhaut? den Navi. Wo ist der hingegangen? Ist er nach oben gegangen? Ist er rausgegangen? Was hat er getan? Er hat gerade gewunken. Ach, er geht jetzt tatsächlich wieder. Okay, so Kuhpflanze, möchtest du vielleicht jetzt nochmal eben schnell was futtern? Und können wir hier was machen? Nee, können wir nach wie vor nicht. Okay, Maja, was machst du eigentlich? Okay, du gehst ins Bett. Das passt schon. Ich denke, ich werde Mark Dale gleich direkt Grosch. hinterher schicken. Möchte sie fressen? Nee, das sieht gerade nicht gut aus. Ich glaube, sie möchte nicht fressen. Nein. Ich musste aber auf jeden Fall in nächster Zeit immer mal wieder daran denken, dass wir der Kuhpflanze was zu fressen geben. Die letzten Kuhpflanzen, die ich so hatte, sind mir ja relativ schnell verstorben. Ich kann nicht dafür garantieren, dass wir die Kuhpflanze hier bis zum Ende haben werden, aber ich gebe mein Bestes, da täglich dran zu denken. Und ich glaube, das spulen wir jetzt hier gerade mal ein bisschen vor. Ich freue mich, dass die beiden wieder zu einer einigermaßen vernünftigen Zeit ins Bett gehen. Das ist schön, dann haben wir nämlich den Tag ganz normal vor uns und können diesmal hoffentlich mit beiden erfolgreich etwas klauen. Ich weiß noch nicht wo, vermutlich in irgendeinem Haushalt, wo ich vermute, dass es dort viel zu holen gibt. Ich habe auch gelesen, das möchte ich auf jeden Fall auch noch ausprobieren, dass man diese Absperrung bei diesem spukenden Landsitz, heißt der spukender Landsitz, ihr wisst, was ich meine, dieses große, ja, dieses große Haus, wo alles so mit diesem Absperrband eingezäunt ist, dass ich wohl anscheinend das Absperrband klauen könnte und dann eben später die ganzen teuren und wertvollen Gegenstände, die dahinter stehen. Und ich glaube auch, das werde ich gleich als erstes ausprobieren. Dann gehen wir direkt wieder dahin. So, Maya, du bekommst bald Hunger. Pass auf, ich lasse dich auch direkt was futtern. Dann haben wir das nämlich soweit schon mal erledigt. Ist denn überhaupt noch was da? Wie viele sind davon noch da? Drei übrig. Ja, supi, dann kannst du dir ja noch was nehmen. Und Marc schläft jetzt noch eben. Ich lasse ihn dann auch schlafen. Und dann müssen wir, wie gesagt, mal schauen, dass wir heute mit beiden etwas klauen und uns da niemand anders einen Strich durch die Rechnung macht. Das wäre sehr schade. So, Maja, was? Was? Was macht sie denn jetzt? Wollte sie jetzt? Ach, sie wollte jetzt wahrscheinlich füttern, ne? Jetzt hätte die bestimmt gefressen. Aber ist egal, jetzt kann Maja erstmal fressen. Nee, sie kann sich jetzt erstmal was zu essen holen, dann passt das schon. So, geht doch. Marc, was ist mit dir? Du müsstest doch jetzt eigentlich ja gleich ausgeschlafen sein. Okay, dann kann ich dir aber auch schon mal sagen, dass du dir gleich was zu futtern holen sollst. Ein Gericht nehmen. So. Und dann kann ich das jetzt auch mal vorspulen. Ich hoffe, er steht jetzt gleich auch tatsächlich auf. Das dauert hier gerade so lange. Was ist da los mit ihm? Marc, was ist da los mit dir? Du bist doch so gut wie fertig, ne? Nicht, dass der wieder nicht aufsteht. Ah, doch. Ah, doch, er steht auf. Das ist schön. Jetzt muss er erstmal essen und Maya ist schon fertig. Gut, dann probieren wir, wie gesagt, unser Glück hier nochmal eben schnell bei der Kuhpflanze. Und dann gucken wir mal, je nachdem, wann Marc dann fertig ist. So, den Heiratsantrag haben wir in der letzten Folge gemacht. Das finde ich auch total supi. Warum will die nicht fressen? Das wundert mich voll. Die will einfach nicht. Ah, sie hat gefressen. Ja, sehr cool. Schön. Dann kannst du direkt noch mal ein bisschen mit ihr spielen. Spielen mit? Wie spielen mit? Dag, Dag. Ja, mit der Kuhpflanze. Oh, Nibor. Oh, wer ruft an? Was a biss. Was a Was? Wer hat biss. denn da gerade angerufen? Hat schon aufgelegt. Ah, Ja, Leute, in der me. letzten Folge haben wir den Vorhang. Antrag gemacht. Und ich habe auch schon in den Kommentaren wieder gelesen, dass ihr geschrieben habt, kannst du in der nächsten Folge bitte heiraten oder schon ein Kind bekommen? Nee, das wird leider noch ein bisschen dauern und das liegt einfach an dem Geld, was wir haben. Ich möchte gerne, ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt, eine richtige Hochzeitsfeier und die kostet uns 1000 Simoleons. Und auch ein Kind ist jetzt vielleicht noch nicht so sinnvoll, denn ich glaube, es dauert nur ein paar Tage, bis das Baby dann tatsächlich zum Kleinkind wird. Ich habe gehört, dass du dich verlobt hast. Oh, herzlichen Glückwunsch. Das ist nett, Mama Moon. Vielen Dank von. Ja, vielen Dank. Sehr nett von dir, das wollte ich sagen. Und ja, also es dauert halt nur ein paar Tage, bis das Baby dann tatsächlich zum Kind wird. Und wir haben momentan einfach kein Geld, ein Kinderzimmer einzurichten. Das geht nicht. Und von daher muss das Kind dann noch ein bisschen warten. Und die Hochzeit, wie gesagt, so ein paar Tage bzw. ein paar Folgen wird das dann auch noch dauern. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Insiderwitz. Achso, jetzt läuft's. Marc, jetzt isst doch bitte noch.
Isst doch bitte jetzt noch den Rest hier auf. Du kannst auch gerne noch ein paar Witzchen machen von mir aus. Du kannst ihr mal ein Kompliment machen. Hochzeitsfeier planen wir noch nicht. Beanie Schrozies, Nuloy. Samso, gebleep. Hey. Ach ja, schön. So, während er da gerade noch isst, überlege ich, ob ich noch irgendwas ansprechen wollte. Genau. Mir wurde auch in die Kommentare geschrieben, ob ich das Haus denn noch vergrößere. Ja, Leute, natürlich. Ich meine, das Grundstück hier ist riesig. Und es soll ja auch schließlich ein schönes, riesiges, luxuriöses Haus werden. Aber es ist halt im Moment noch kein Geld dafür da. Und bis das Haus mal seine richtige Größe erreicht und wir den ganzen Platz hier nutzen können, da werden noch so einige Folgen vergehen. So, die zwei sind fertig. Maya, was machst du? Brauchst nicht aufräumen. Wir lassen hier einfach alles stehen und liegen und gehen jetzt, wie gesagt, direkt zum spukenden Landsitz, heißt er so, und dann gucke ich mir das erstmal an, ob das mit den Absperrungen wirklich funktioniert. So, Marc, du kommst natürlich mit. Also das mit Carlo hier verstehe ich auch nicht wirklich, aber okay. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, ob das funktioniert. Es wäre natürlich fantastisch. Erstmal kurz auf Pause drücken, damit hier keiner auf dumme Gedanken kommt. So, Maya. Nein. Also Maya kann es nicht. Es sieht fast so aus, als könnte man es nicht mal anklicken. Nein. Okay, oh, schade. Oh, das ist wirklich so, so schade. Das geht auch hier nicht, ne? Nee, das wird dann nirgendwo gehen. Ach, Manu. Das wäre wirklich richtig gut gewesen. Richtig, richtig gut. Weil hier stehen so viele wertvolle Sachen. Aber gut. So. Ach nee, das Piano war hier ja gar nicht. Sonst hätte ich gesagt, lassen wir das jetzt schnell mitgehen. Ach, Manu. Ja, da sind jetzt zwar gerade zwei Geister, mit denen wir quatschen könnten. Aber ganz ehrlich, dann gehe ich doch lieber wieder irgendwo anders hin. Wer wohnt denn nochmal hier? Waren wir hier überhaupt schon? Es lädt wieder nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass die bestimmt ein, zwei ganz nette Dinge haben. Deshalb gehen wir einfach mal dahin. Waren wir hier doch schon? Das kommt mir gerade im ersten Moment doch ein kleines bisschen bekannt vor. Ja, natürlich waren wir hier schon. Na klar, so Maya, lauf mal bitte hier hin, damit du gerade nichts anderes klaust. Natürlich waren wir hier, da habe ich noch gesagt, die Idee mit dem Pool muss ich mir merken. Mit diesem Mosaik, stimmt. Könnten wir das mitgehen lassen? Was? Nicht mal, das könnten wir mitnehmen. Können wir einen Brunnen klauen, Münze werfen? Nee, lieber nicht. Lieber nicht. So, Marc, dann klopfen wir an die Tür. Jo, er lässt uns rein. So, schnell auf Pause drücken, damit hier nichts passiert. Und dann bin ich mal gespannt. Wow, die haben ja mal gar nichts Wertvolles. Die haben da ein Bild, was wahrscheinlich nicht viel wert ist. Die haben da einen Fernseher, der wahrscheinlich noch am meisten wert sein wird. Und was haben sie... Huch. Was haben sie oben so? Regale, Bett, nochmal ein Bild. Das könnte ein bisschen was wert sein. Hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht. Oh, können wir die klauen? Könnte Marc die klauen? Versuchen zu stehlen. Auf jeden Fall. Das Problem ist gerade mit Luna plaudern. Das Problem ist gerade ein bisschen, dass ich jetzt auf Maya achten muss. Also ich muss da jetzt wirklich aufpassen, dass da nichts passiert. Das wäre tragisch. So, Marc macht sich auf den Weg. Maya steht da gerade noch rum. Das ist gut, dann können wir mit ihr. Was hat sie vor? Nee, 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 küssen brauchst du nicht. Küssen brauchst du ihn jetzt mal nicht. Oh, so eine Ritterrüstung, Leute. Die bringt doch voll viel Geld, oder? Hoffe ich zumindest. Ja! Ach, sehr cool. Er hat es mitgehen lassen. So, dann können wir jetzt hoffen, dass Maya schon den Fernseher klauen kann. Nee, kann sie noch gar nicht. Okay, soweit ist sie nicht. Was ist mit der Uhr? Könnte sie die eventuell... Huch, nein, nicht hier hingehen. Was ist denn wieder los? Nee, ich glaube, die kann man gar nicht klauen. Oh. Ah, das sieht gut aus. Kann sie aber auch nicht mitnehmen. Oh, Mädel, was kannst du eigentlich? Das ist ja voll doof. Was ist hier in der Küche? Das Bild hier. Versuchen zu stehlen. Ja, komm, ist gerade besser als nichts, ne? Das ist gerade besser als nichts. Er geht jetzt erstmal da pullern. Ist natürlich auch schön. So, hat erfolgreich einen Gegenstand mitgehen lassen. Bei ihm sind es 8 Stunden. Hey, Marc, hier ist Honey. Hast du Lust, heute Abend mit mir abzuhängen? Okay. Wo denn? Bei den Klippen? Ja, ich meine, könntet ihr eigentlich machen, ne? Ihr habt jetzt geklaut. Von daher macht das doch mal. So, wen wollen wir denn mal mitnehmen? Die Luna, die ist ja eigentlich immer eine ganz süße. Und vielleicht die Chloe, den Tod auf jeden Fall. Der muss einfach dabei sein. Den Henry können wir nochmal mitnehmen.
Ja, also Maya natürlich auf jeden Fall. Hanna, können wir die noch? Nee, können wir nicht mehr. Doch, können wir noch. Was ist denn hier wieder los? Mit Gruppenfreunden abhängen. Ja, ich kann auch jetzt beliebig viele mitnehmen, oder? Carlo könnten wir auch noch mal mitnehmen. Okay, die sind auch noch... Hallo? Was ist denn hier los wieder? Spiel ärgert mich. So, ich glaube, das reicht jetzt aber, oder? Carlo ist dabei. Troy Space. Ja, nee, komm, wir machen das erstmal so. So. Ach, cool. Party mit Gruppenfreunden. Das ist schön. Und normalerweise, wenn ich hier bin, nutze ich ja immer den Pool oder angelegten Teich oder was auch immer. Ich hätte aber jetzt echt mal Lust, hier das Lagerfeuer anzuzünden. Und dass wir einfach mal hier so ein bisschen was machen. Und da fällt mir gerade auf, dass Maya hier auch ein bisschen... Ach so, das ist ein Pilzgewächs. Okay, ein bisschen graben könnte. Ja, die anderen gehen automatisch da zum Wasser, ne? Warum eigentlich? Warum eigentlich? Das wäre doch voll schön, wenn ihr hier einfach mal ein bisschen feiert. Was ist denn da hinten noch? Da könnte sie... Ist das ein Pilz? Ja, das ist ein Pilzgewächs. Okay, ein Quarz hat sie. Gut, ist jetzt nicht so besonders viel. Oh, er legt sich dahin. Was können wir denn mit dem Feuer machen? Tanzen, löschen. Gemütlich machen mit. Ach so, können wir nur mit ihm? Spielen, Benzin hinzufügen? Ja! Ja, Benzin hinzufügen. Nur schade, dass gerade die anderen nicht da sind. Ach so, Honey und... Oh, wie cool. Honey und Luna stehen da. Ach, das ist ja süß. Das ist ja echt süß. Ich bin jetzt gespannt, was das gleich mit dem Benzin gibt. Mary Blue. Ach ja. Ist das toll. Das gefällt mir. So, die anderen machen da jetzt ihr Ding, aber von mir aus, warum nicht, ne? Bleibt ihr jetzt dabei? Ist das jetzt hier so eine unendliche Sache? Könnte sein, ne? So, dann füg mal bitte Benzin hinzu. Ach, da passiert gar nicht so viel. Okay. Ich dachte, dass da jetzt voll was passiert. So, Marc, du musstest zur Toilette, ne? Willst du nicht mal hier vorne ganz schnell den Busch bestäuben? Kannst du von mir aus mal tun, bestäuben. Und dann habe ich gerade gesehen, was ist das hier eigentlich? Ach so, das ist... Okay, okay. Da können wir nur zurückreisen. So, und jetzt stehen wir hier alleine. Ach, sie tanzt jetzt hier. Ja, so habe ich mir das eigentlich vorgestellt, mit den anderen zusammen. Aber irgendwie... Irgendwie wollen die nicht Feuertanz abhängen. Feuerfarbe ändern, tanzen, spielen. Es ist ja auch gerade noch relativ früh, ne? Wenn es jetzt nachts wäre... Maya geht total ab. Wenn es jetzt nachts wäre, dann wäre das natürlich extrem cool mit dem Feuer. Wenn dann hier alle rumhängen würden, aber wisst ihr was? Oh, da wäre auch noch ein Busch gewesen. Dann ist mein Plan hier mit dem Feuer vielleicht doch nicht so toll. Und wir sollten uns einfach mal zu den anderen setzen. Ich meine, die sitzen hier so schön rum, vor allem der Carlo. Ach so, das ist dann wieder der Carlo, der nicht so gut trainiert ist. Okay, okay. Was macht ihr jetzt weiter? Spielt ihr zusammen? Tauscht ihr Nummern aus? Ich habe keine Ahnung. Aber natürlich ist der Tod wieder mit dabei. Na dann, zeig mal, was du kannst, mein Lieber. Rückwärtssalto. Wow, nicht schlecht. Nicht schlecht. So, sie hat sich jetzt hingesetzt. So, Maya, kannst du ein bisschen mit Carlo und deiner Mutti plaudern? Kannst du ihr auch mal Zuspruch geben, weil du so eine super nette Person bist. Insider-Witz. Sie schwimmt jetzt gerade, ja, okay. Giftwolke behaupten, kriminelle Superhin zu sein. Das geht auch immer. Sag mal, Marc, was... Ach, da bist du. Ich wollte gerade sagen, wie lange bestäubt der denn? Ja, was macht der jetzt? Ist der irgendwie blöd? Mit Annika plaudern. Marc, bist du... Marc, bist du ein bisschen blöd? Quatsch doch mal bitte mit dem Tod. Verschöner ihm noch mal den Tag. Witz über Pantomimen erzählen. Mach das doch mal. Da wäre auch noch ein Busch gewesen. Ja, okay. Okay, okay. Warum hat die Luna Moon eigentlich so einen Badeanzug an? Habe ich ihr den echt angezogen? Weiß ich schon gar nicht mehr. So, hallo, mein Freund. Wie wäre es, wenn ich dich ein bisschen anpupse? Würde dir das gefallen? Wahrscheinlich, ne? Der steht ja auch so kranken Scheiß. Apokalypse beschreiben. Immer gut. Immer gut. Nips, nips. Ja, so viel zum Thema, er steht auf den kranken Scheiß, ne? So viel dazu. So, über besten Köder reden will ich nicht. Ich will ein bisschen Unfug machen. Oh, von mir aus Handschocken. Denn wir sind ja immer noch nicht Level 10 mit ihr. Daran müssen wir echt arbeiten. Von daher machen wir das jetzt
Welcher Glatzkopf ist denn hier jetzt wieder? Ey, Chloe, ich hab dich letztens umgezogen. Du kannst keine Glatze haben, das geht nicht. Das ist erst ein paar Tage her und es gab kein Update. Doch, es gab ein Update. Nee, danach habe ich sie ja nochmal umgezogen. Das kann nicht sein, aber ist okay. Passt schon. So, Marc, du kannst hier von mir aus tot überkochen. Ach, ist das schön. Über Spielstrategie ja kennenlernen kannst du ihn auch mal. Ach, jetzt hat sie sich wieder umgezogen. Wer ist das hier in den Klamotten? Ach, das ist die Honey. Ach, jetzt weiß ich, warum die Honey so komische Sachen anhat. Damals, als ich sie erstellt habe, gab es dieses... Nee. Doch, da gab es dieses Pack mit der Badekleidung noch nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Mit Besitztümern prallen? Nee, mach mal wieder ein bisschen Quatsch. Giftwolke, vielleicht findet sie das gerade besser. 23 Minuten sind es bei ihr noch und bei ihm noch 4 Stunden. Okay, vielleicht finden wir hier ja gleich auch noch mal was zum Klauen. Da könnte man ja mal schauen. Wahrscheinlich das Schild, ne? Nein, nicht mal das Schild. Okay, was kann man denn hier so klauen? Steht hier überhaupt irgendwas? Kann man sowas klauen? Nee. Wühlen? Nee, okay. Dann lassen wir es lieber. Ich glaube, es ist hier nicht so... Nicht so wirklich ergiebig. Schade. Schade, schade. Nochmal hier hinten gucken? Nee, ich glaube auch nicht wirklich. Okay. Dann verschieben wir das auf später. Das ist hier gerade... Das ist hier gerade doch ganz angenehm, muss man sagen. So, Tag verschönern und dann direkt nochmal Unfug treiben. Handschocker, Apokalypse, ja, einfach mal alles machen. Kannst über Karriere lügen. Und Unfug, was war da gerade? Da stand zum Springen anstacheln. Ja, bitte. Das würde ich gern sehen. Was ist hier los? Oh, Henry und die Annika? Ach, es hauen jetzt alle ab, oder? Es hauen alle ab. Ach, Manu. Hat sie es denn wenigstens noch geschafft, den Carlo jetzt hier zum Springen anzustacheln? Das macht sie wahrscheinlich jetzt gerade, ne? Honey muss zum Klo, Chloe muss zum Klo. Macht er das noch? Ich glaube nicht, ne? Er macht es nicht mehr. Gut. Dann eben nicht, Carlo. Wir lassen dich hier alleine. Und gehen dann nochmal ganz fix. Hier waren wir auch noch nie. Wisst ihr was? Wir gehen einfach mal dahin. Ganz spontan. Ihr bleibt natürlich alle hier. Ich hoffe, ich habe da jetzt niemand anderen sonst ausgewählt. So, nee, hier waren wir echt noch nicht. So, erstmal an Tür klopfen. Oder können wir so einen Stuhl... Ach nee, so ein Stuhl ist doof, ne? Wir gucken erstmal, was die so im Haus Schönes haben, wenn überhaupt jemand da ist. Ja, da war gerade jemand. Vor allem sie immer noch in Bikini. Finde ich super. Was macht er? Liegestütze machen. Okay, da dauert es ja sowieso noch 3 Stunden. Oh, das sieht auf den ersten Blick modern aus. Naja, hier nicht so... Da auch nicht unbedingt. Zeigt doch mal euren Fernseher, Leute. Ja, das wäre eine Idee. Was haben wir oben noch? Irgendwelche teuren Gemälde? Nein, sieht leider nicht so aus. Ich denke, dass der Fernseher da doch am meisten wert sein wird, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Von daher machen wir das mal so, mein lieber Marc. Du kannst dich mal bei ihr freundlich vorstellen. Morgan Fraser, okay, von mir aus. So, und Maya geht einfach mal hier hin. Locken wir die wieder schön weg, sofern das funktioniert. Also, die hat mal einen sehr außergewöhnlichen Klamottengeschmack. Ist aber unglaublich hübsch, oder? Ach, cool. Die sieht echt mal toll aus. So, Maya steht da... Ach nee, Maya kann den wahrscheinlich noch gar nicht... Hab ich überhaupt nicht dran gedacht. Sie kann den ja noch gar nicht klauen. Oh Gott, ich bin auch eine Birne, ne? Ich bin auch so eine Birne, so ein Trottel. Was wollen wir denn mitnehmen? Das hier? Wir können nicht mal das klauen. Hier auch nicht, ne? Ja, weißt du was? Weißt du was? Dann nimm das hier mit. Versuchen zu stehlen. Dann ist das gerade besser als nichts. Mann, das war jetzt auch blöd von mir. Ich war jetzt so versteift auf den Fernseher. Ich habe nicht dran gedacht, dass sie ja noch gar nicht so weit ist. So, sehr schön, erfolgreich, was mitgehen lassen. Jetzt gehen wir nach Hause, verkaufen die Ritterrüstung. Ich bin gespannt, wie viel die uns bringt. Eventuell ist dann die Hochzeit doch gar nicht mehr so weit entfernt, je nachdem. So, Maya hat erfolgreich einen Gegenstand geklaut, das ist schön. Und jetzt bin ich gespannt. Das hier bringt uns 285. Okay, verkaufen. 415. Dann haben wir das hier für 940. Dann haben wir das hier zweimal, sind insgesamt 500. Jawohl. Und 8200. Leute, wir könnten in der nächsten Folge heiraten. Ja,
Rein theoretisch könnten wir in der nächsten Folge heiraten. Sofern das mit den Bedürfnissen alles so klappt. Also wenn das jetzt ganz problematisch wird, ich möchte ja nicht, dass die beiden irgendwie müde oder total gelangweilt oder wie auch immer dann ihre Hochzeit feiern. Das möchte ich nicht. Wenn aber alles soweit gut läuft, dann wird geheiratet. 12.000, wow, das ist unfassbar nice. Wie sieht es hier aus? 74.000 haben wir gut. Wir haben ja auch in letzter Zeit nichts mehr dazu gekauft. Ja, Leute, deshalb würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wie gesagt, versprechen kann ich es nicht mit der Hochzeit. Wir gucken dann einfach mal, wie es den beiden geht. Es ist jetzt auch schon Abend, ich würde gern tagsüber heiraten. Wir gucken einfach mal. Von daher, ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss!